Ja, gespeist haben wir heil ins österreichische Heimatland, sind wir auch unbehelligt zurückgekommen und stehen, wie uns dieses schöne Plakat sagt, jetzt heute am 30.04. beim Messezentrum Salzburg für die groß angekündigte Erotik- und Fetischmesse. Wir parken heute nicht am hauseigenen Parkplatz, weil wir da letzthin läppische Euro 9 für 2 Stunden und 16 Minuten zahlen mussten. Ja, auch ein großes Transparent, also nicht nur am Sonntag wird Fähnchen im Kreis getragen, die haben auch eins. Vielleicht sollte man das für nächsten Sonntag gleich mitnehmen. Der Roman hat vor geraumer Zeit ja schon ein Video gemacht, in dem klargelegt wurde, dass ich ein bisschen über den Tellerrand bin. Also ihr wisst schon, den hier, ne? Und ja, deswegen muss ich mir natürlich so eine Fetischmesse anschauen. Da finden sich ja vielleicht wieder Frauen, die gerne geknebelt sind, Masken tragen, sich einsperren lassen, bestimmt haben wollen, ob sie fremdbestimmt, systemrelevant sind oder nicht. Der Roman wird das Video vielleicht verlinken, damit ihr wisst, um was es geht. Wir werden jetzt hier gleich auf Freunde und Bekannte von mir treffen und dann werden wir uns, nachdem der Roman unter dieser Telefonnummer angerufen hätte und ein Mail hingeschickt hätte, um sich zu akkreditieren, das hat irgendwie leider auch nicht funktioniert, vielleicht haben die Herrschaften noch in Erinnerung, dass es quasi so ist, dass wir einst vor diesem Messezentrum hier schon mal gestanden sind. Ui! Taufen lässt, damit es nicht die Taufe als Baby in irgendeiner Organisation gemeint, der wird gerettet. Taufe steht für Wasser, für Reinigung. Gott möchte. Ja, also wir stellen fest, im sonntäglichen Erzbistum Salzburg, der junge Mann hat mir da vorausgegriffen, steht man nicht nur vorm Dom und bemerkt, Barolo möge da irgendwas locker machen, wie der Valentinus das macht, sondern es stehen auch Vertreter aus den fernen Bayern vor der Tür und erklären irgendwas von der Hölle. Gut, die Bayern müssen es wissen, die haben ja bekanntlich den Markus Söder als Ministerpräsidenten. Bei uns ist es nicht besser, ihr wisst ja, Kanzler, Terror und Wahnsinn. Aber sei es wie es sei, wir werden uns jetzt den jungen Mann dann ein bisschen beim Predigen anschauen, bis meine Leute da sind. Und dann werden wir uns ungetauft im bayerischen Missionarstil da in die dunklen Hallen des Messezentrums wagen, das wie gesagt bis vor kurzem Messezentrum, Impfstraße und Teststraße war und deswegen vielleicht Romans Anfrage gar nicht beantwortet. Wer an Jesus Christus glaubt, der wird gerettet. Na Gott sei Dank. Wer nicht an ihn glaubt, geht verloren. Für die sind wir doch Interpol, da geht nichts verloren. Wir leben in Ja, er sagt halt, du musst, was wichtig ist, du musst verstehen, dass Gott immer für dich ist. Er ist immer für dich. Er möchte dir nichts Schlechtes. Weil Gott ist der Vater der Lichter und in ihm ist absolut keine Finsternis. Er möchte immer das Gute. Und Homosexualität ist einfach eine Verirrung. Das ist ein Geist. Das ist ein Geist da dahinter. Und die Bibel sagt, das ist Sünde. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Wie ist es mit der Homosexualität bei den Pfarrern? Ein einfaches Beispiel, sage ich dir jetzt. Ein einfaches Beispiel. Die Priester bei der Homosexualität, die was kleine Kinder misshandeln. Ich nehme ganz gern Zeit für dich. Ich möchte es gern für... Ja, du sprichst das Thema Homosexualität an. Ich habe die Frage gestellt und ich möchte es auch ausführlich auch beantworten. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Ein einfaches Beispiel ist, Lügen ist eine Sünde. Wer lügt, der macht die Beziehung kaputt, weil mit einem Lügner möchte er nichts zum Tor haben. Amen, super, gute Entscheidung. Sehr gute Entscheidung. Wusste Papst Franziskus, dass Sünde ist, wenn man die Unwahrheit sagt, als er wegen der pädophilen Vorfälle in dem bayerischen christlichen Jugendheim? Ich möchte es nur abschließend bitte beantworten. Ich nehme auch gerne Zeit für deine Fragen. Und Homosexualität ist halt einfach
Gott hat für jeden Einzelnen einen Plan. Für jeden Einzelnen einen Plan. Und der Plan Gottes für dein Leben, das kannst du dir nicht vorstellen, wie gut der ist. Gott möchte für dich Familie, Gott möchte, dass du dich fortpflanzt. Er hat zu Adam und Eva gesagt, seid fruchtbar und vermehret euch. Macht euch die Welt untertan. Seid fruchtbar und vermehret euch. Und es gibt, hast du dich vermehrt? Ich habe mich vermehrt und ich vermehre mich immer nur weiter. Stell dir das einmal vor. Und? Ja, Halleluja. Ja, bitte. Auf alle Fälle. Er hat gesagt, vermehret euch. Ja? So hat Gott die Welt erschaffen. Und es gibt einen Widersacher in dieser Welt. Es steht geschrieben, Johannes 10,10. Der Widersacher ist gekommen, um zu stehlen, zu würgen und zu vernichten. Das heißt, der Satan... Das Finanzamt ist gekommen! Der Teufel ist real. Und ich sag's dir, das Gericht des Teufels ist geschrieben. Er wird im Feuersee landen und ewige Qualen erleiden. Weil sei Zukunft feststeht und er hasst Gott. Der Teufel hasst Gott, möchte seine Schöpfung vernichten und alle Menschen mit sich reißen. Er möchte die Schöpfung pervertieren. Und ich sag's dir, ich bin immer nur bei dieser Beantwortung und ich nehme auch gern Zeit für dich. Er möchte alles pervertieren. Und ich sag's dir, Sexualität wird pervertiert, wenn ein Mann mit einem Mann schläft. Aber mit Kindern in Ordnung. Ja, mit Kindern ist auch nicht in Ordnung. Wir kommen so drauf. Was starten da die Priester? Wenn jetzt Gott... Entschuldigung, ganz kurz. Wenn jetzt Gott den Menschen geschaffen hat, dann hat er ja auch den homosexuellen Menschen geschaffen. Ist ihm da in seiner Allmacht ein Fehler passiert? Oder ist eventuell Gott toleranter, als du glaubst? Sofern es ihn denn gibt. Den Allwissenden, Allmächtigen, der zulässt die Welt, in der wir sind, der seit 2000 Jahren der Gamechanger ist und immer noch nichts vollbracht hat. Ich frage mich, wenn wir alle nach Gottes Ebenbild geschaffen sind und ein Mann ist geschaffen und ist schwul, erklär es mir, hat Gott dann einen Fehler gemacht? Wäre er dann eventuell nicht fehlbar? Ich bin nicht Gottes Verteidiger. Ich bin nicht Gottes Verteidiger. Ich kann euch nur sagen, Gott ist die Liebe, er ist dein Schöpfer, er ist gut und er ist immer für dich. Das kann ich dir zu 100% sagen. Und wenn er immer für dich ist, kannst du schwul sein. Gott hat die Welt erschaffen mit Adam und Eva und hat sie den Menschen geschenkt. Aber der Mensch hat rebelliert. Durch die Sünde ist der Tod in die Welt gekommen. Eva war eine Sünde. Durch die Sünde ist der Tod. Das war mit einem schwulen Adam nie passiert. Ja, genau. Das war eine Entscheidung. Das war eine Entscheidung des Menschen. Aber stell dir mal vor, wir leben in einer gefallenen Welt. Wir leben in einer Welt voller Elend, Krankheit, Armut. Schau einmal. Die römisch-katholische Kirche ist gar nicht so. Sei einmal Staat. Ich beantworte jetzt einmal. Auf seine Frage bist du nicht eingegangen. Ja, ich habe jetzt auch das ein bisschen ausführlicher. Du kannst diese Frage nicht mit einem Satz beantworten. Wenn wir dann über das Kinder reden bei den Priestern, da brauchen wir dann einen ganzen Tag drüber zum Reden, oder? Weil da müssen wir viel aufarbeiten. Ja. 8% der Priester sind sowieso mal homosexuell, von den kleinen Kindern können sie nicht lassen. Wenn die das Vermögen einmal umsetzen würden, in Frieden zu spenden, hätten wir sofort morgen Frieden, wenn der Vatikan mal seine Gelder loslassen würde. Also da ist ein Knackpunkt, was du ansprichst. Das nennt sie Religion. Und ich sag's dir, Religion kommt vom Teufel. Auch die katholische Kirche, der katholische Glaube, so wie er praktiziert wird, führt dich in die Hölle. Ich sage dir nur drei Beispiele, es gibt genügend. Diese Marienverehrung ist nicht biblisch. Damit wird eine falsche Göttin angebetet, die es überhaupt nicht fertig. Gibt. In der Bibel steht, es gibt nur eine. Ich gehe an was Interessanteres schon. Leider musste ich noch etwas mit meinen Akkus haushalten und habe daher jetzt mal die Kamera ausgemacht.
Ein paar interessante Gespräche haben wir aber trotzdem noch mit diesen von Christus überzeugten Herren ausgetauscht. Er hatte zum Beispiel in die Menge reingerufen, dass wenn jemand von uns Anwesenden Fehler in der Bibel vorweisen könnte, wir dies kundtun oder ewig schweigen sollten. Elvis hatte es sich da nicht nehmen lassen, nachzufragen, wo die Nachkommen der Menschheit entstanden sind. Wenn doch nach dem Mord von Kain an seinem Bruder Abel lediglich er und seine Eltern im Adam und Eva übrig geblieben sind. Wo kommen die Frauen für die Zeugung nachträglicher Menschen her und wer hatte diese erschaffen? In der Videobeschreibung unter diesem Beitrag sind alle filmischen Eindrücke der Erotik- und Fetischmesse verlinkt, also insgesamt 3 Teile. Doch bevor jetzt dieser erste Teil zu Ende geht, gehen wir mit euch jetzt noch in die Empfangshalle hinein. Aber wie gesagt, direkt in der Erotik- und Fetischmesse, was sich da so alles rumgetrieben hat, werdet ihr im zweiten Teil sehen können. Viel Vergnügen wünschen ich und Elvis euch allen und bedanken uns schon mal vorab für eure Aufmerksamkeit. Und nun viel Spaß! Was Jesus Christus vor 2000 Jahren getan hat, hat für uns Gültigkeit. Ganz ehrlich, das hat gerade Spaß gemacht, es war besser als Fernsehen. Es ist alles besser als Fernsehen. Ich bitte, könnt ihr ein Auto schauen? Jetzt schon. Schweiß, Schweiß. Ich hab da gleich mal eine Frage. Jugendverbot heißt ab 18. Da bin ich leicht drüber, aber ich stelle mir jetzt die Fragen der Frühsexualisierung und so. Spart. Ja, Spart. Es ist unser Gesetz. Aber da draußen schwafelt einer mit dem Teufel, da haben wir schon ein Gesetz, der ist ganz toll. Ist er schon wieder drauf? Ja, natürlich, Gott sei Dank. Der ist das wirklich ein Highlight. Wirklich? Ja, zweimal. Ja. Der Guter sendet dann, ob ich war noch der zweite her. Ja, also unser Bibelmensch, mit dem wir wirklich blendend am Freitag schon unterhalten. Ja. Der grönt den ganzen Abend nur dazu. Ja, er hat mir empfohlen, irgendwelche Psalmen zu lesen in der Bibel. Das wird uns wieder auf den richtigen Weg bringen. Wir haben ja schon gefragt, wo die Mädels herkommen, weil Adam und Eva haben sie nicht zeugt. Stellvertretung in diesem Haus, generell Sünde. Ja, ja, Sünde. Weil ja. Heute quasi das Körperliche in allen Facetten voll und unlängst impfen, testen und sich dem System unterjochen. Und auch voll und vor kurzem eine Automesse, wo es Verbrennungsmotoren gab. Also auch voll. Ich hätte mal gesagt, Heim, Selbstgeißel, 14 Ave Maria, 18 Vater Unser, Scheitel knien und um Erlösung bitten. Und wenn es nicht hilft, man kann sich selber kreuzen. Es geht. Ja, ich habe mich mal gefragt, wie wir das mit den Klimaaktivisten und so sehen, also was wir da vielleicht weltverbessernd machen können. Aber er konnte mir keine Antwort geben. Den Klimaaktivisten schützt quasi der Himmel, indem er so viel regnen lässt. Die verbrennen deswegen gerade in Salzburg nicht. Soll es ein Wahnsinn. Überall, wo man politisch unkorrekt sein kann, sind wir dabei. Ja. Lauter Spurbleib. Hallo. Hey. Hallo, servus. Einzulösen bei einer erotischen Tombola. Harry aus der Wäsche, ich habe einen Gutschein. Ja, dann sehen wir uns wir drinnen, ja, irgendwo da, wo es hupen und was zu tun. Ja, da, wo irgendwo hupen sind. Hast du mein Gespräch mit der Dame schon wieder mitgeführt? Wir müssen festhalten, wir sind jetzt politisch voll im Widerstand. Ja? Wir haben als hinteren Vater und sozialistisches Rot, wir haben Gelb für Wir sind Salzburg, für die einzig demokratische Bewegung, die wirklich eine Wahlalternative ist. Und wir haben in Anbiederung an die fulminanten Wahlerfolge der Freiheitlichen in Österreich blau. Ja? Und weil es halt ein Impf- und Testzentrum war, haben wir halt das Messezentrum Salzburg noch in schwarz gehalten. Finde ich sehr schön.
In diesem Sinne, geleitet durch den Herrn, machen wir mal. Immer gut, wenn man komplett ist. Da gibt es die Fachliteratur beim Abriss. Ich habe einmal, ich habe nein. Ja, was ist denn da?